Das Windows Phone 8S von HTC ist ein gutes Mittelklasse-Smartphone und Windows Phone 7-User werden es lieben. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt im Review. Die Hardware überzeugt fast komplett. Es gibt einen 1 GHz Dual-Core Snapdragon S4 Prozessor von Qualcomm, einen 1700 mAh Akku, den man leider nicht selber austauschen kann, High Definition zum Videos aufnehmen, eine 5 Megapixel Kamera für Fotos mit einer LED, 512 MB RAM und 4 GB Benutzerspeicher, wovon ca. 2 GB zur Verfügung stehen, plus ein MicroSD Kartenslot für mehr Speicher, und wer gerne surft, dem stehen HSDPA, UMTS und WLAN BGN Standard zur Verfügung. Es gibt drei Touch-Tasten, einen Zurück-Button, um zum Beispiel zur vorherigen Seite zu gelangen, um das Programm zu beenden oder um den Task-Manager zu starten. Einen Home-Button, welcher auch zum Öffnen der Sprachsteuerung dient, und einen Such-Button. Man kann einmal direkt im Web suchen oder man sucht direkt nach Medien, zum Beispiel Bilder oder Videos. Oder dann gibt es noch eine dritte Variante, und zwar lokale. Zum Beispiel Gebäude oder Restaurants, die gerade in der Umgebung sind. Das Anordnen und Verändern der Kacheln und Live-Kacheln ist cool, aber mir persönlich fehlen die Widgets. Es gibt drei verschiedene Größen der Kacheln und man unterscheidet zwischen statischen und Live-Kacheln. Aktuell gibt es 21 mögliche Farben, um das Design zu ändern. Das Hoch- und Runterwischen und das Wechseln in das Menü ist ruckelfrei. Von Mikroruckeln fehlt jede Spur. Windows Phone 8 überzeugt durch die Übersichtlichkeit und durch die Stabilität des Systems. Jetzt seht ihr noch ein paar Programme ausführlicher. Große Webseiten laden relativ flott, doch ich würde mir wünschen, dass es noch ein bisschen schneller geht. Beim Herein- und Herauszoomen gibt es keine Ruckler und auch sonst gibt es keine Probleme beim Internetsurfen. Wir haben eine gewöhnliche Querztastatur, welche man im Hoch- und im Querformat nutzen kann. Für mich persönlich reicht sie vollkommen aus. Auch die YouTube-App läuft sehr flott. Und falls ihr euch fragt, warum die Playlisten so komisch angezeigt werden, das liegt einfach daran, dass nicht genügend Videos in der Playliste sind. Auf dem Super LCD TFT Display, welches eine Auflösung von 800x480 Pixeln besitzt, kann man wirklich sehr gut Videos anschauen. Im Windows Phone 8 Store gibt es ca. 120.000 Apps. 46 der beliebtesten Android-Apps wurden sogar extra in den Store geholt. Das Fotoverbesserungsprogramm, welches schon mitgeliefert wird, finde ich auch sehr gut, da man die Fotos mit ca. 20 Effekten nochmal verschönern kann. Auch Office wird kostenlos mitgeliefert. Es ersetzt zwar nicht den Arbeits-PC, aber wenn man mal kurz in die Statistiken reinschauen will und vielleicht kleine Verbesserungen machen möchte, dann finde ich das eine gute Sache. Man kann die Zahlen und Formeln gut bearbeiten, die Grafiken werden auch sehr gut angezeigt und als mobile, kleine Version von Office reicht es sehr gut. Und vollkommen aus. Neben Excel haben wir auch noch PowerPoint und auch hier kann man die Folien wieder sehr gut bearbeiten. Die Effekte werden auch angezeigt, sowie auch die Grafiken.
Zu guter Letzt haben wir Word mit dabei und auch hier braucht man eigentlich nicht viel sagen. Die Bearbeitung läuft sehr gut und flüssig und man kann zum Beispiel die Farben des Textes ändern oder die Schriftart und man kann damit problemlos lange Texte schreiben und diese dann zum Beispiel zu Hause weiterverarbeiten. Neben der normalen Suchfunktion gibt es noch eine spezielle Suchfunktion, wo man Begriffe angezeigt bekommt. Wenn man auf diese draufklickt, dann wird man sofort auf diese weitergeleitet. Die normale Telefonfunktion darf man natürlich nicht vergessen. Wenn man zum Beispiel eine Nummer eingegeben hat, dann kann man diese auch direkt als Kontakt speichern und auch bei den Kontakten kann man wieder viele Einstellungen vornehmen. Ein weiteres cooles Feature ist die Brieftasche. Dort kann man seine Kreditkarten, Gutscheine und Mitgliedschaften speichern, hat so alles an einem Ort und direkte Informationen darüber. Und man kann zum Beispiel Rabattcoupons speichern, die man dann später beim Einkaufen an der Kasse per QR-Code oder später auch per NFC auslesen lässt und dann entsprechend bezahlt. Die 5-Megapixel-Fotos und die HD-Videos sind recht gut für ein Smartphone dieser Preisklasse. Es gibt zwar eine physische Kamerataste, aber was mir persönlich fehlt, ist eine Taste im System, die als Auslöser dient. Bei den Foto- und Videoeinstellungen kann man wieder sehr viel einstellen, egal ob Kontrast oder Weißabgleich. Das Windows Phone 8S von HTC ist ein wirklich sehr gutes Gerät. Für 270 Euro kann es locker mit dem Galaxy S2 dem ehemaligen High-End-Smartphone mithalten. Das 8S gibt es in 4 verschiedenen Farben, in Blau, in Orange, in Weiß und in Grau-Gelb. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat und bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.